Namaste zu einer neuen Folge Top 5. Hier erfahrt ihr, welche Highlights euch jede Woche im Kino, bei Netflix und Co. erwarten. Und diese Woche starten wir direkt mit etwas Lustigem. Taika Waititi ist den meisten von euch wahrscheinlich spätestens seit Jojo Rabbit ein Begriff oder seit Thor 3. Seinen großen Durchbruch hatte er aber 2014 mit What We Do in the Shadows mit dem grässlichen deutschen Titel Fünf Zimmer, Küche, Sarg. Darin geht es um eine ziemlich durchgeknallte, aber witzige Vampir-WG. Ich liebe den Film und mindestens genauso gut soll die Serie dazu sein. Da hat Taika Waititi auch mitgearbeitet und die Serie startet ab Mittwoch auf Disney+. Master, this is pretty macabre. Ein Filmemacher, der wirklich fast jedes Jahr einen neuen Film rausballert, ist Ridley Scott. Und das ist wirklich unglaublich, weil der Mann ist inzwischen 83 Jahre alt. Ob Thriller, Sci-Fi oder Historiendrama, eines kann der Mann wie kein zweiter: epische Bilder kreieren. Auch wenn manchmal die Filme auch nicht so toll sind. Sein neuer Film The Last Duel spielt im 14. Jahrhundert. Dort beschuldigt die Frau eines Ritters, einen Knappen, sie vergewaltigt zu haben. Ein Schwertkampf zwischen dem Knappen und dem Ritter soll deshalb für Gerechtigkeit sorgen. Mit dabei sind unter anderem Jodie Comer, Matt Damon und Adam Driver und ab Donnerstag kommt der Film im Kino. Vor euch allen sage ich, ich sprach die Wahrheit. Ebenfalls im Kino läuft ab Donnerstag der Film Supernova. Colin Firth und Stanley Tucci spielen Sam und Tucker. Die beiden sind seit 20 Jahren zusammen, doch Tucker leidet zunehmend an Demenz. Gemeinsam reist das Pärchen mit einem alten Wohnmobil durch England, um Freunde, Familie und Orte aus ihrer Vergangenheit zu besuchen. Allerdings muss Sam schon bald erkennen, dass Tucker ihn nicht nur aus nostalgischen Gründen gebeten hat, diese Reise anzutreten. Der Trailer hat mir schon super gefallen und ich freue mich schon sehr auf den Film. Wenn du einen Wunsch im Leben frei hättest, welcher wäre das? Dass dieser Urlaub nie enden würde. Horrorfans kommen diese Woche richtig auf ihre Kosten. Auf Amazon könnt ihr ab Freitag The Conjuring 1, The Conjuring 2 und das Spin-off Annabelle Creation anschauen. In allen Filmen geht es um übernatürliche Ereignisse und Geister, die den Menschen an den Kragen wollen. Der erste Conjuring ist einer meiner ewigen Lieblingshorrorfilme. Conjuring 2 und Annabelle können dem Film nicht das Wasser reichen, machen aber trotzdem Spaß. Wenn ihr noch nichts davon gesehen habt, kann ich euch die Filme aber empfehlen. Und wieder mal bekommt ein erfolgreicher Film eine Serie. In meiner Kindheit war Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast einer der großen Horrorfilme und genau der bekommt jetzt eine Serie von Amazon. Darin geht es um eine Gruppe von Teenies, die bei einem Autounfall eine unbekannte Person töten. Das wollen sie unter den Tisch kehren, doch dann will ihnen ein Mörder an den Kragen. Ab Freitag startet Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast auf Amazon. Ich weiß, was ihr jetzt tun werdet, nämlich weitere Videos anschauen. Zum Beispiel Jeden Tag Kirmes, Ich bin ein Schaustellerkind von Follow Me Reports oder unser letztes Special zum Thema Synchro in Filmen und Serien. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Jonas.